Ein Haufen Assoziationen kommen dadurch. Zuerst kam die Vanille, dann kam ein fruchtiger Schwall nach Gummibärchen. Das war krass, er ist immer noch da. Eine ganz fruchtige Note. Dahinter so ein bisschen eine leichte Lösungsmittelkomponente. Schmeckt anders als ein Bourbon, auf jeden Fall. Enorm fruchtig. Jetzt lässt die Frucht nach. Jetzt kommt die Lösungsmittel, die Klebstoffnote stärker hoch. Ja, die nimmt jetzt alles ein. Jetzt probieren wir mal. Voluminös ist er nicht, er ist eher ein bisschen schal und dann kommt im Hintergrund die Alkoholnote durch und der Abgang geht unheimlich schnell weg. Ein bisschen Eiche, zarte Bitterkeit im Hintergrund. Ja, vielleicht ist das das, was man bei Jack Daniels mit den Mandelaromen bezeichnet, dass das Bittermandel ist. Ja, besser als gedacht, vom Hocker gehauen hat er mich nicht, aber ihm gebührt die Riesenehre, einen Mordserfolg auf der Welt zu haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich, wenn Sie nach dieser Flasche uns im Shop-System sich umschauen.